Wäre was für dich, oder? Wäre was für mich, ne? Wir sind zu unpraktisch. Guten Morgen, Deutschland. Welcome. Wir sind perfekt in Boston jetzt aufgestanden heute Morgen und werden jetzt gleich einkaufen gehen, um erstmal unseren Lagerbestand ein bisschen aufzustocken. Und dann geht's weiter, denke ich mal, heute Nachmittag mit Sightseeing. Genau, wir hoffen, dass noch schönes Wetter wird. Im Moment ist es noch ein kleines bisschen grau draußen, aber es ist ja auch noch ziemlich früh hier, so 9:30 ungefähr. Naja, geht. Und genau, gestern Abend haben wir noch schön geduscht und dann sind wir auch fix und fertig eingeschlafen. Jetzt geht's erstmal los. Brötchen haben sie nicht, aber dafür eine ganze Menge Bagel. Schaut euch dieses Angebot an Sirup an. Und jetzt das echte Angebot an Sirup. Das sind Grüße an Lara. Ich denke an dich, Maus. Hier haben wir das tiefgekühlte Fleisch. Das frische Fleisch. Auch mal fertig abgepacktes, tiefgekühltes Fleisch. Noch mehr davon. Noch eine kleine Wursttheke. Und das Beste von allen, die fertigen Teile. Also ich habe hier wirklich das Gefühl, wenn du hier was suchst, dann findest du es auch. Ist unglaublich, die Auswahl. Schaut mal her, Leute. Und ich dachte, ich wäre einzigartig. Einkaufen, check. Also es ist ziemlich kalt in Boston heute. Sieht auch sehr grau und sehr regnerisch aus. Und die Leute hier sind aber ziemlich nett. Also alle sagen Danke, bitte, Entschuldigung. Total süß. Wir hatten auch schon das Erlebnis, dass kleine Kinder freundlich zugewunken haben. Also eigentlich alle echt total nett. Und im Supermarkt eben hat uns auch so ein Helfer oder Mitarbeiter angesprochen, was wir denn an so einem verregneten Tag Schönes machen und so. Also an einem kanadischen verregneten Tag. Genau. Und ja, jetzt gehen wir wieder nach Hause erstmal. Erster Einkauf. Check. Wait. Jetzt gibt's erstmal Frühstück. Ja, diese Tapete werde ich definitiv vermissen. Einfach sehr einprägsam. So, was ist heute passiert? Ich habe wir haben ganz viel erstmal mit unseren Familien und Freunden Kontakt aufgenommen. Und das ist ja auch immer schön, dann mitzuteilen, dass es uns gut geht. Und jetzt werden wir gleich nochmal in die Stadt gehen. Darauf freue ich mich besonders schon, weil wir sind ja nicht zum Rumgammeln hier, sondern zum Sightseeing. Und genau, das wird hoffentlich ganz cool. Leider ist es, wie gesagt, sehr regnerisch draußen. 13 Grad soll es nur sein. Aber egal, ich sitze noch im T-Shirt hier. Ich konnte mir endlich mal was anderes anziehen. Ist natürlich auch ganz schön. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal los und schauen mal, was so passiert. Ist doch auch mal ganz gut. Ja, und danke an euch, die so fleißig schon immer unsere Videos gucken. Das freut uns natürlich sehr, wenn da wenn es da draußen Leute gibt, die sich darüber freuen oder denen das gefällt oder was weiß ich. Das ist natürlich toll. Deswegen versuchen wir auch immer, euch die interessantesten Sachen aus der Stadt zu zeigen. Und damit wir das machen können, geht's jetzt ab nach Boston City. Ladies and Gentlemen, the University of Harvard. Okay, bestes Highlight für Mio heute. Wir haben Eichhörnchen gesehen und nicht nur eins, mehrere. Das war total süß, richtig schön kuschelig und so gräulich. Ganz schön.
Ja, ich fand es auch beeindruckend. Das Beste bisher überhaupt. Ja, und jetzt sind wir an der Harvard University. Mitten auf dem Campus. Genau, ich finde das richtig cool. Na, jetzt weiß ich ja, was aus Dudley Dursley geworden ist, wa? Läuft bei ihm, würde ich mal sagen. Harvard hat ihre eigene Polizei? Was? Okay, an der Harvard-Universität war es echt phänomenal gerade, was es da alles gibt, wie groß dieses Gelände einfach ist und wie alt auch die Gebäude sind. Also es ist nicht und wie schön. Ja, es ist wirklich sehr schön. Nicht zu vergleichen mit ja, den Unis in Deutschland. Also zumindest mit manchen, okay. Ja, das auf jeden Fall. Als nächstes gehen wir wohin? Zum Harvard, Boston Tea Party, Ships and Museum. Okay. So, da sind wir im Zentrum von Boston. Tada! Das hier ist das Boston Tea Party Museum. Und wie ihr vielleicht alle wisst, am 16. Dezember 1773 fand hier sozusagen der erste Schritt in Richtung amerikanische Unabhängigkeit statt. Als man nämlich Teeladungen von diesem Schiff da, ich weiß nicht, ob es sagen worden ist, von Bord geworfen hat und sich somit immer mehr vom britischen Mutterland getrennt hat. Leckere Chocolate Eclair Pies und Blueberry Pies, 3 für $2. Wir gehen gerade ein bisschen planlos durch die Stadt, aber es macht Spaß. Es sind unglaublich schöne Gebäude und es ist echt imposant, unglaublich. Wirklich. So, wir haben es jetzt 17 Uhr. Wir haben einen schönen Trip hinter uns in Boston und der Trip geht aber noch weiter. Den ganzen Weg, den wir jetzt mit der Tram oder nee, U-Bahn gefahren sind, müssen wir jetzt auch wieder zurückgehen. Der Subway, okay. Und jetzt guidet uns Mio hier gerade durch den Großstadtdschungel. Ich gebe mein Bestes. So, wir haben gerade den Stadtkern verlassen und auch den Guide geändert. Jetzt bin ich Stadtplanführer. Ja, wir sind jetzt auf American gelandet. Ja, wir wollen mal die amerikanische Konferenz ein bisschen auf die Probe stellen. Es ist jetzt gerade 18 Uhr. Wir sind wie lange gewandert? Seit halb zwei. Also 4,5 Stunden sind wir jetzt unterwegs. Wir sind jetzt am Burger King, ganz in der Nähe von unserer Unterkunft und werden hier essen und danach nach Hause und dann ist Ruhe für heute. Und es gibt hier so viele Sprite-Sorten. Ich habe jetzt das Sprite Raspberry, also Himbeere genommen und ich probiere mal, ob das schmeckt. Ja, fast einen Tacken süß an. Ist okay. Ich hab Dr. Pepper Cherry Vanilla. Schmeckt nicht so geil. Ja, und jetzt gehen wir nach Hause nach dem anstrengenden Tag. Ja, und als nächstes ja, entspannt ausklingen lassen. Wir haben ein paar Couchsurfing-Anfragen bekommen. Das ist ganz gut. Das heißt, wir können unsere nächsten Trips jetzt ein bisschen genauer noch planen. Das heißt, da muss ich noch mehr drum kümmern. Ja, richtig. Ich muss ja schneiden. Klar. Also dann, wir sehen uns zu Hause. Peace out.
Da sind wir wieder. Also Leute, denn gehabt euch wohl. Heute war ein schöner Tag hier in Boston. Haben viel gesehen. Und wir werden jetzt erstmal ein bisschen schlafen und dann geht's morgen weiter. Weißt du, was es ist? Was denn? Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß auch nicht.